es reißt nicht ab. Jeden Tag neue Enthüllungen. Wo soll das alles noch hinführen? Das Ganze ist ein absolutes, wenn Sie mich fragen. Worst-Case-Szenario. Verzeihung. Ich wollte eigentlich diese Karlauer lassen. Das ist nämlich für mich das eigentlich Furchtbare an der ganzen Pferdegeschichte. Wortspiele ohne Ende im Moderatorengehege. Wie schmeckt Ihnen denn die Pasta Fury? Geiz ist Gaul. In Brüssel steht heute Abend ein Pferd auf dem Flur. In diesem Sinne, passen Sie auf, dass Ihre Wurst nicht wird. Viel schlimmer wird's, wenn die Wurst anfängt zu moderieren, meine Damen und Herren. Das Ganze ist im Grunde kein witziges Thema. Wir reden hier nicht von Einzelfällen, wie gerne behauptet wird. Das ist eine kriminelle Branche, das liegt am System. Und diese Branche findet immer einen Weg, uns neue Arten von Aas ins Futter zu rühren. Es reicht doch langsam. Und da muss man halt einfach sicherstellen, dass tatsächlich kein Etikettenschwindel vorliegt, sondern dass tatsächlich, wenn Rindfleisch draufsteht, auch Pferdefleisch drin ist. Na klar. Das sind die besten Versprecher, wenn man es nicht merkt. Ja, der Mann hat fast recht. Transparenz wäre doch das Mindeste. Hier zum Beispiel diese immer wieder geforderte Lebensmittelampel. Eine Ampel auf der Verpackung, die wenigstens anzeigt, ob die verarbeiteten Tiere früher mal 2, 4 oder 8 Beine hatten, meine Damen und Herren. Bevor sie Lasagne wurden. Eklig ist das alles. Aber klar, das müssen wir uns eingestehen, es liegt natürlich ein Stück weit auch an uns Verbrauchern. Ja? Nicht immer nur die billige Tiefkühlpampe kaufen, sondern einfach mal selber kochen. Mit guten Zutaten. Also ich kaufe Biofleisch, weil ich denke, dass das teilweise schon besser schmeckt. Denn so freilaufendes Fleisch, da merkt man schon einen Unterschied. Ja, da muss ich kurz widersprechen, gnädige Frau. Wenn das Fleisch anfängt zu laufen, ist das nicht zwingend ein Zeichen von Qualität, ne? Nabend. Nabend. Ja. Ja, unsere... Unsere Verbraucherschutzministerin, die Frau Aigner, hat diese Woche mal wieder ihren üblichen 10-Punkte-Aktionsplan präsentiert. Ne? Es sind immer 10. Dabei arbeitet sie ja noch die 143 offenen Punkte ihrer letzten Aktionspläne ab. Was will die Frau eigentlich? Wir wollen größtmögliche Transparenz und vor allem wollen wir gemeinsam, wir wollen das noch verfeinern. Deswegen wollen wir es, ich will das, deswegen will ich auch praktikabel bleiben, aber deswegen will ich auch in Deutschland. Und deshalb wollen wir, ich will, deshalb wollen wir, wir wollen aber auch, wir wollen es ja. Ja, nicht wollen, einfach mal machen, Ilse. Die hat in Europa original nichts dafür getan, dass verarbeitete Fleischprodukte endlich gekennzeichnet werden müssen. So, ich versuche jetzt mal für Sie das Netzwerk der europäischen Pferdemafia nachzuvollziehen. Über welche Stationen Fury also genau in meine Bolognese gekommen ist. Eine Luxemburger Firma bestellt Rindfleisch in Frankreich. Das Pferdefleisch wurde in Rumänien geschlachtet und dann von einem holländischen Betrieb gekauft. Der Auftrag geht nach Zypern. Das Fleisch wird dann in Rumänien bestellt. Von dort wurde es von Land zu Land geschickt. Nach Luxemburg oder Frankreich. Belgien. Über Holland. Weiter nach Irland. Wo es dann weiterverarbeitet und europaweit verkauft wurde. Sekunde, ich hab's gleich. So, jetzt hab ich's hier. Die schlechte Nachricht lautet, man kann die Schweine gar nicht erwischen bei dem Dickicht, also beziehungsweise die Pferde. Haben die Leute, die da verantwortlich sind, haben die denn überhaupt kein Unrechtsbewusstsein? Weiß ich selber nicht, wenn da ist das Pferdefleisch da oder Menschenfleisch da oder Schweinefleisch da, ist egal welches Fleisch, soll diese Sache, hinter die Sache, die soll doch die Hygieneamt untersuchen, nicht die Fernsehen, verstehst du? Ja, verstehe ich völlig, ne? Ist egal, welches Fleisch. Wir Deutschen haben Mägen aus Stahl. Ne? Das ist ja, durch jahrzehntelanges Müllfressen. Der Fehler, ich sag's noch mal, liegt im System. Ne? Das Problem sind die unfassbaren Massen Fleisch, die immer billiger produziert werden. Hier, Bilder aus der ZDF-Kantine mit versteckter Kamera gedreht. Freitag gibt's da einmal Lasagne, ne, lecker Pferde drin, Atommüll, dann Autoreifen. Für den Geschmack 2 Tomaten und natürlich Bechamelsoße.
fertig. Tja, manche Leute sagen, wie kann ich mich denn bei einer Lasagne, die und so war es ja, 1,49 kostet, wundern, dass da seltsame Sachen drin sind. Ne? Andere wiederum sagen, Moment mal, 1,49, geht das nicht noch viel billiger? Und genau dieser Frage geht jetzt der Kollege Klaus von Wagner nach. Herzlich willkommen zum Heute-Show-Kotzstudio. Das Heute-Show-Kotzstudio und sein Leiter Klaus von Wagner, meine Damen und Herren. Ja. Vielen Dank. Ja, hallo Klaus. Hallo. Wichtigste Frage am Anfang. Hat der Deutsche, was seine Ernährungsgewohnheiten angeht, vielleicht doch sowas wie eine, ja, verkappte Todessehnsucht? Im Grunde schon. Wer regelmäßig Fertigbuletten an der Tanke kauft, kann sich im Grunde auch vor den Zug schmeißen. Das geht schneller, nicht? Aber sehen wir doch erstmal alles positiv. Die Industrie bemüht sich ja, sie schafft Transparenz. Hier, mit diesem neuen Hightech-Gerät können Sie als Verbraucher jetzt genauestens überprüfen, was in den Fleischangeboten der Supermärkte tatsächlich drin ist. Ja. So, tippen Sie doch zum Beispiel mal auf, also sich auf argentinisches Rumsteak. Mit dem Hightech-Stift? Ja, mit dem Hightech-Stift. Okay. Verstehe. Okay, jetzt vielleicht mal das Kalbskotelett. Ja. Toll, oder? Und jetzt mal auf das Gulasch. Ja. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt so einen Vorteil bringt. Und was ist mit den Rouladen? Ja. Lassen Sie mich los! Ich arbeite hier! Ah! Was war das denn für ein Tier? Keine Ahnung, vielleicht Papagei? Seien wir ehrlich, im Grunde ist es uns doch allen scheißegal, was in unserem Futter drin ist. Bei jedem Skandal ist es dasselbe. Wir wollen uns kurz wohlig gruseln und dann zur Tagesordnung übergehen. Deswegen müssen sich Frau Aigner und diese kriminelle Branche auch null Sorgen machen. Wir Verbraucher haben ja das Gedächtnis von bekifften Fruchtfliegen. Ja, wer weiß denn zum Beispiel 2 Jahre nach EHEC noch, dass Sojasprossen großflächig mit Scheiße besprüht werden? Ich sag's nochmal, es ist kein witziges Thema. Ja. Ich hab so einen schalen Geschmack im Hals. Ja. Ich finde das nicht in Ordnung, wusste sie das? Ja. In dem Pferdefleisch waren auch Spuren von Medikamenten drin. Ja und, ist doch praktisch. Das ist im Prinzip wie beim Überraschungsei, da habe ich was Leckeres, was Ekliges und was gegen die Schmerzen. Zurück zu unserem Thema. Geht's nicht noch viel billiger hier? Das ist zum Beispiel eine ganz klassische italienische Lasagne, also mit Pferdefleisch. Ja. Kostet, wie erwähnt, im Supermarkt gerne mal 1,49 Euro. Da sagen jetzt viele, Moment mal, das ist ganz schön happig. Da kann ich mir ja eine ganze App für runterladen. Ja. Lasagne bald nur noch für Reiche. Nein, keine Angst, die Industrie hat sich natürlich längst etwas Neues einfallen lassen. Reichen Sie mir vielleicht mal die Zutaten. Das ist sehr schön, wunderbar. So, ich präsentiere die 99 Cent Lasagne. Tada! Nee, einfach abwechselnd alte Zeitungen und Ketchup aufeinanderschichten. Oh, genial. Ist das die Bild-Zeitung? Ja, aber die ist ganz frisch von heute. Hm. Sie können natürlich auch die Süddeutsche nehmen, dann schmeckt das Ganze ein bisschen intellektueller. Ja, aber auch teurer. Hallo, die Süddeutsche kostet 2,20 Euro. Ja, das ist korrekt. Und weil die Branche ja auch weiß, dass der Deutsche schlicht nicht bereit ist, solche astronomischen Summen zu investieren für Sachen, die am Ende sowieso im Klo landen, kann es nach unten gar kein Limit geben, meine Damen und Herren. Demnächst bei Rewe und Edeka die weltweit erste 49-Cent-Lasagne. Das ist ein Ziegelstein mit 3 Scheibletten drauf. Und wer soll das bitte essen? Blöde Frage. Dieselben Leute, die Fertigbuletten an der Tanke kaufen. Wer sonst? Klaus von Wagner, meine Damen und Herren. Vielen Dank.